Und damit hallo und herzlich willkommen zu Zar, die Schlacht um die Krone, in Version 1.1 aus dem Jahr 2002. Original von Hemimond Games aus dem Jahr 2000, glaube ich, oder 2001. Ja, die Bulgaren, die auch für sowas verantwortlich sind wie Imperium Romanum, haben wir schon komplett gemacht, aber auch Grand Ages Rome oder. Genau, die neueren neueren Spiele mit Calypso zusammen wären sowas wie Tropico. Da sind die Kollegen auch damit dabei. Ja, das hier aber Zar, ein Echtzeit-Strategiespiel im klassischen Sinne, würde ich mal sagen. So Richtung, ja, vielleicht Richtung, so ein bisschen Warcraft oder ein bisschen viel Warcraft steckt hier drin. Warcraft 1, Warcraft 2, schön, ne, mit der isometrischen, von mir aus, ne, eigentlich nicht isometrisch, sondern diese gekippte Sicht. Draufsicht. Sehr nett. So das Zwischending zwischen isometrisch und Top-Down von früher noch. Und ich habe mal das Hauptmenü, nee, die Anleitung habe ich mir mal angeschaut und ich würde fast sagen, das ist ein bisschen komplex, das Spiel. Oder komplexer. Ich weiß noch, dass ich mir das damals geholt habe, weil es so schöne, verschneite Welten gab hier und dann habe ich einige Geplänkel gemacht. Das war sehr angenehm. Allerdings die Kampagne habe ich nie gemacht. Das wäre tatsächlich was, was man sich mal jetzt gönnen können sollte. Auf der anderen Seite denke ich mal, das Tutorial ist vielleicht ganz gut, dass man weiß, wie das hier läuft. Ich habe gerade eben schon eine Aufnahme angefangen und habe dann nach 10 Minuten gemerkt, ich nehme gar nicht auf. Weil hier muss ich leider so ziemlich alles irgendwie mit Funktionen zugekleistert. Ich hoffe mal, dass ich da irgendwie dazu in der Lage bin, was aufzunehmen, beziehungsweise vernünftig. Nun gut, das Ganze... Projekt 2. Und was mit Kneipen in Sofia? Ach so, ja, der Dank. Und allen übrigen, die glauben, sie hätten es verdient. Alles klar, da, hier haben wir es. Bulgarien, Sofia, 99, Hemimond und so weiter. Ja, das Ganze nicht in der HD-Version. Es gibt eine gepatchte oder einen Patch dafür, dass man das Ganze auf HD hochziehen kann. Das Problem ist, da habe ich irgendwas... Irgendwas hat sich da so ein bisschen verrädelt und dann hat das Ganze nicht mehr funktioniert. Sprich, ich musste... Naja, ich muss wieder alles runterlöschen und neu installieren. Das war irgendwie nicht so gut. Ich habe mir da irgendwie die ganz, ganz komische Herzzahl eingestellt für den Monitor. Und ich habe gar nichts mit Herz eingestellt. Egal. Es ist, wie es ist. Alles wieder runtergeschmissen. Und jetzt wieder im Original. Das hier ist das Gute. Das Gute, so wie es eigentlich sein sollte. Und die Musik dreht wieder völlig hohl. Ja, diese zufälligen Karten, wie gesagt, die hatte ich schon mal angespielt. Hab da Heart of Small bekommen. Deswegen spiele ich das auf jeden Fall auf einer Kinderschwierigkeit. Zumindest mal auf normal. Also schwer? Nee, das nicht. Genau. Die Einführung im Zar-Tutorial. In dieser Einführungskarte sind die Grundlagen des Spiels für dich von Hazar dem Weisen zusammengefasst. Auch wenn du schon ein erfahrener Spieler bist, kann es sein, weil einige... Interessant sei das so. Weil einige für Zar... Habe ich das C vergessen, oder? Ja. Spezifische Grundkonzepte erklärt werden. Die Schlacht um die Krone. Hauen Sie rein. Willkommen bei der Tutorial-Kampagne von Zar. Das sind übrigens die MIDI-Klänge. Ich habe auch die MP3s mit drin, aber ich habe mir gedacht, die schmeiße ich auch mal irgendwie dazu. Weil das sind die Standardgeräusche. So sollten die eigentlich klingen. Das Problem ist nur die Lautstärke, muss man wieder hin und her. Ja, ist ein bisschen verrückt, das Ganze. Ich habe es mal versucht irgendwie zu mitteln. Ich hoffe mal, das funktioniert. Und die sind nicht arg viel lauter als die anderen oder umgekehrt. Ja, auf Text klicken, Bildlauf. Nächsten 7 Missionen. Oh. Sollten Ihnen die Grundlagen von Zar vermitteln. Sie werden die häufigsten Spielelemente in einer sicheren und stressfreien, also im Safe Space, Umgebung üben. Wenn Sie weitere Informationen über das Spiel benötigen und so weiter. Nach Beendigung der Kampagne werden Sie bereit sein, ein echtes Zar-Abenteuer zu bestehen. Die Kampagne. Achso, das ist ja die Tutorial-Kampagne. Gut, dann viel Glück. Na gut, wir versuchen unser Glück. Wir schließen. Hallo Jüngling. Nimmt auf. Jawohl, Sir. Mein Name ist oben und unten abgeschnitten, das gehört so. Mein Name ist Hazar und ich werde dich meine Weisheit lehren. Klicke zum Weitermachen auf den Text. Hast du vorher schon andere Echtzeitstrategiespiele gespielt? Ah, sogar interaktiv. Schon mal krasser als die meisten Echtzeitstrategiespiele.
Ich weiß schon, was du mir sagen willst. Gib mir eine Heldenaufgabe, sodass ich mich beweisen kann. Wir müssen nicht lernen, wie die Kamera zu bewegen ist und so weiter. Das ist wahrscheinlich die Standards. Oder wie bewege ich mich von links nach rechts? Gut, der Haustier, der krasse Zaubermann, macht nichts. Ach ja, wer sich fragt, wegen Intro und so weiter. Ich meine, ich hätte das bei der HD-Version kurz gesehen. Im Original jetzt hier nicht mehr. Ach, vielleicht weil ich es auf einer anderen Einstellung. Ah, das wäre vielleicht eine Idee. Egal, wir machen jetzt erst Tutorial. Was soll ihr? Was soll der Geiz? Okay, du hast die Aufgabe 200 Einheiten Holz, Nahrung, Gold und Steine, die vier Grundnahrungsmittel sozusagen, zu sammeln. Aber denke dran, du kannst immer auf mich klicken, wenn du meine Hilfe benötigst. Alles klar. So, schauen. Läuft, nimmt auf. Sound ist auch da hervorragend. Wir haben eine Aufgabe, da blinkt's. Aktuelle Aufgaben, sammeln Sie 200 Einheiten Holz, Nahrung, Gold und Steine. So, das alles habe ich schon gemacht gehabt. Klassisch, ja, die schöne Sicht. Boah, bisschen laut, macht aber nichts. Da quengelt's Kind. Spiele ein Haus. So, oben Gold, Holz, Futter, Stein, Vögel zwitschern und 5 von 31. Also klassisch Warcraft, man muss Farmen bauen, dann läuft's. So, hier haben wir einen Spieler, einen Bauern, rechts oben die Minikarte. Es gibt einen Tag-Nacht-Zyklus, wie ihr seht. Die Sonne kommt, oder ist es morgens wahrscheinlich? Es gibt Nebel des Krieges, wenn man so will. Naja, gibt's wirklich, oder? Ja, es gibt auch Nebel des Krieges. Oh, das ist aber schlecht. Naja, bin ich kein Freund von, muss ich sagen. Ich mag es gern aufzudecken, aber dann alles zu sehen, weil diese Nebel des Krieges, naja. Vielleicht gibt es ja einen krassen Cheat, dann können wir den Cheat benutzen. So, Felder. Heißt, wir bewirtschaften die Felder, wir brauchen ja Futter. So, und hier könnten wir mal anfangen mit Holzfällerei. Ach, guck mal, der macht direkt mit. Eigentlich sollte er hier den Stein bearbeiten, den Felsen, aber es macht nichts. 100 von 100 Baum. So, die wühlen alle. Und jeweils. Ja, jeweils 10 werden abgeerntet von den Guten. Von den Guten. So, das ist meine Burg. Hier kann ich was bauen und zwar Bauer produzieren. So, damit endet mein Wissen. 200 müssen wir produzieren. Ich verstehe. Das heißt, die müssen wir jetzt einfach mal machen lassen. Dann ist alles gut. Testen wir's. Okay. Nochmal einen weiteren Test. Läuft. Gut, Hauptmenü. Muss aber ein bisschen Tasten testen. Chatnachricht, danke. Danke reicht. Wir können einen weiteren Bauern in Auftrag geben. Wird produziert, sieht man nicht, grafisch nichts dargestellt. Okay. Wie alle Einheiten aus der Burg. Alle Einheiten aus der Burg? Nee. Architektur. Bauern werden schneller produziert. Außerdem sind Wälle, Tore und Türme aus Stein möglich. Oh. Ja, also es ist schon sehr klassisch, vielleicht eher auch in Richtung. Es regnet. Es ist eher vielleicht Warcraft 2. Auf jeden Fall komplexer als der 1er. Der erste Baum ist eliminiert. Hervorragend. So. Wir bauen am besten noch welche. Denn ich denke mal, am Anfang haben wir nicht viel mehr zu tun. Das wird jetzt eine kleine Mini-Kampagne von 7 Missionen, schätze ich mal. Bauer wird produziert. Und ich freue mich. Boah. Wir hauen schon mal ein bisschen gegen die Steine, würde ich sagen. Denn das Holz ist schnell. Das ist schnell geschlagen. Boah, das heißt aber Schläge. Ist zum Glück nicht ganz so laut in der Aufnahme. Aber auf den Ohren habe ich es. Boah. Obwohl, haut schon ganz schön rein. Ja. Den Rest lassen wir jetzt einfach mal machen. Den muss noch zweimal. Abliefern, dann haben wir es auch. Ja, ich spare mir mal alles weitere. Obwohl, ich könnte immer gucken, kann ich was bauen. Gebäude reparieren, bewegen, Gebäude einnehmen, Gegenstände wählen, graben, fällen oder abbauen. Okay, auf dem Feld graben, Stein abbauen oder Holz fällen. Ach, das ist bestimmt kein Arbeiter, oder? Spion produzieren. Boah, Feudalismus. Sorgt dafür, dass Bauern weniger kosten. Kostet aber Gold. Gold haben wir nicht. Was haben wir hier? Architektur, Bauern werden schneller produziert, außerdem sind Wälle, Tore und Türme aus Stein möglich und kostet auch Gold.
Lernen ermöglicht, dass Einheiten Erfahrungen sammeln, so ganz generell. Und dann wahrscheinlich stärker werden die Einheiten. Ja, man merkt schon, ist ein bisschen komplex. Ich habe die Anleitung nicht durchgewühlt. Ich habe mal reingeschaut und hatte danach keinen Bock mehr. Weil, naja. Können da mehrere arbeiten? Nein, können nicht. Wie kann ich denn was bauen? Ach ja. Nee, aktuelle Aufgaben, Hilfe. Unnötige Bauern anzeigen. Das ist schon wieder ein bisschen Age of Empires. Gegenstände anzeigen. Wie bitte? Helden, klar. Und Spione. Spione sind vielleicht auch sowas wie Aufklärungseinheiten, ne? Vielleicht braucht man die, damit man... Vielleicht stellt man die irgendwie hinter die Front und dann sieht man so viel wie so eine Art mobiler Wachturm. Das wäre dann wieder ein bisschen Siedler 3, beziehungsweise... Vielleicht... Was haben wir da noch? Also es ist nicht... Ne, es sind nicht die einzelnen Mitarbeiter wie bei Cultures zum Beispiel, die man betreuen muss. Ja, ist ja gut. Ach krass, einen Hafen aber auch. Hafen, Fischerboot bauen, Nahrungsmittel. Hätte man vielleicht auch machen können. Was kostet der Spaß? 200 Holz, dann fangen wir von vorne an. Und 100 Nahrung. Eine Schebecke, klar. Hulk, oh, hoffentlich kein Ski-Hulk. Das wäre wahrscheinlich ganz schön OP. Landungstaktiken, erhöht die Lagerkapazitäten von Schiffen. Oh, das ist ja echt krass. Und natürlich, klar, wie man es so kennt von diesen alten klassischen Dingern, alles lässt sich in irgendeiner Weise verbessern oder aufwerten oder, ne? Oder erweitern oder sonstiges. Neue Fähigkeiten zum Beispiel. Das finde ich sehr, sehr nett. Ja, wir haben fast von allem genug. Gold soll man nicht abbauen, ne? Gold wurde nicht befohlen. Ja, sieht auch ganz nett aus, finde ich. Das ist schon hübsch. Mir hat das immer gefallen. Bloß halt, ich habe halt so hart aufs Maul bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht stelle ich das sogar auf leicht, oder? Nee, leicht ist ja... Nee, ich habe noch nie ein Spiel auf leicht gespielt. Doch, testweise. Zum Beispiel Doom mal auf... Das ist denn die erste? Nee, Hurt Me Plenty ist 3. Was sind die ersten? Too Young to Die, oder? Ist das die erste oder die zweite? Ich weiß es nicht. Aber sowas macht man normalerweise nicht. Ich glaube auch dann... Das möchte man nicht. So, wir sind fertig. Schließen. Sammeln Sie... Ach doch, Gold. Verdammt! Und ich hack hier wie ein Irrer. So, Männers auf die Suche nach Gold gehen. Aber zack, zack. Alle ausschwärmen. So, Futter haben wir auch. So, ihr macht auch mit. Das mit dem... Sich einen schönen Lenz machen beim Gold... Bei der Feldarbeit, das hört mir auf. So. Hier gibt's nichts. Männers, schwärmt aus. Wo ist das Gold? Ist das Gold? Was ist denn das hier? Goldene Felsen. Ach, willst du mich verarschen? Goldene Felsen. Jetzt hat der ein Holz gefällt, während er dumm rumstand. Kann der das... Das würde mich mal interessieren. Schmeißt er das jetzt weg? Ja, tut er. Guck mal, er hat Holz. Ach, kann der mehrere Sachen gleichzeitig machen? Hat der vielleicht zwei Arme und kann deswegen Gold und Silber. Ne, Gold und die anderen Sachen, die Holz tragen. Das überprüfen wir jetzt mal. Er hat 10 Steinchen. Oder er hackt jetzt so lange, bis er genug hat. Und dann hat er nur noch Gold. Tatsache, okay. Ne, war schön gewesen, weil es hier zwei Felder gibt. Habe ich gedacht, ne, vielleicht. Ja gut, passt ja nicht so ganz, ne. Aber wäre schön, wenn er die Hälfte dann wenigstens machen könnte. Oh, ich habe schon Holz. Jetzt sammle ich noch, weiß ich nicht, noch 5 Gold und schmeiße dann halt 5 Holz weg oder irgendwie so. Ach, guck mal, die gehen kaputt. Lebensenergie haben die 0. Und die haben... Wie viel? Was ist das hier? Verteidigung? Ja, 5 Stärke. Ach, hier 50-50, Idiot. Ach, guck mal, die gehen echt kaputt. 80 von 10. Oh, herzlichen Glückwunsch, du hast gerade deine erste Heldenaufgabe beendet. Ja, geil. Deine nächste Aufgabe besteht darin, eine Armee aufzubauen. Dazu musst du Kasernen bauen. Darf ich? Wähle einen Bauern aus und klicke auf die Schaltfläche Bauen. Es wird eine Liste mit Gebäuden und Gebäudetruppen angezeigt. Klicke auf die Schaltfläche Kaserne bauen, platziere die Kaserne auf dem Bildschirm. Sie wird dort rot angezeigt. Wo ist sie nicht? Ja, komm. Kenn mich aus. Ah, jetzt haben wir einen Bau... Mission, Feld.
Ikon. Baue Gilden. Kaserne bauen. Sauber. Komm direkt in die Nähe. Halt, kannst du mithelfen? Natürlich. So, ganz schnell. Zack, 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 zack. Einer allein. Ja, das muss nicht sein. Eine Kaserne. Ja, krass. Dass man nicht alles bauen kann. Gewöhnliches. Bauernhof bauen. Schmiede bauen. Ein Stall natürlich. Ein Hausi. Ach so, B ist wahrscheinlich bauen. Dann H. BH. Da kennt man ja auch von früher noch die Sachen. Aber ich kann kein Dings zurück. Klicken Sie jetzt auf die Kaserne, die du gerade gebaut hast, und dann auf die Schaltfläche Milizsoldat aufbauen. Oh, ich sehe gerade, die Felder sind verkümmert. Milizsoldat aufbauen. Um einen Bogenschützen aufzubauen, klicke auf die Schaltfläche Bogenschützen aufbauen. Milizsoldat, Bogenschütze, zu Befehl. Du brauchst Verpflegung, denke ich mir schon, deswegen habe ich gerade nach den Feldern geguckt. Und Holz, klar, für den Bogenschützen, um eine Armee aufzubauen. Höre deshalb nicht auf, Ressourcen zu sammeln. Baue die Armee so groß wie möglich auf, denn der Feind naht. Ach, was, echt? Okay. So, Lukas Holzfelden. Baue. Feld anlegen. Was, wenn ich die unmittelbar da dran knall? Ist das gut oder schlecht? Baue Feld. Jetzt müssen sie ja quasi direkt einen Meter darüber latschen. Okay, wir brauchen Milizsoldat. Was kostet der Spaß? Wo steht's? Achso, Nahrung 50. Und das braucht Nahrung und Holz. Nicht genug Nahrung. Das ist richtig. Aber wir können Bogenschützen bauen. Was jetzt passiert? Das Feld ist schon wieder kaputt. Baue ein Feld. Nicht genug Holz. Sie verarschen? Ja, das mit Gold, das muss man aufhören. So, erster Bogenschütze. Ach ja, wir brauchen mehr Felder. Direkt schon wieder die Misswirtschaft vorangetrieben. Baue. I wie Feld. Hä? Ich will Holz. Willst du mich verarschen? Das kostet 200, der Spaß. What? Okay. Genug. Genug mit dem Gold gespielt. Jetzt wird mal der nächste Baum gefällt. So. Bestimmt kann ich es dann irgendwie verbessern oder sowas. Ja, finde ich aber schon mal gut. Was heißt eigentlich, der Feind naht? Naht der wirklich oder will er mir nur Angst einjagen? Nahrung 50. Ja, gut. Aber das funktioniert schon mal. Macht der was oder schaufelt der noch? Was tut er? Ach, das dauert eine ganze Weile, oder? Ah, nee, doch. Ach so, klar, er gräbt da was um. Alles klar. So, 200 erreicht. Baue Feld. Du Bauer. Feld wird aufgebaut. Oder ist schon fertig. Man fragt es sich, man weiß es nicht. So, hier wird ordentlich gehackt. Wir können uns einen Milizsoldaten leisten. Ich soll mich ja beeilen. Bestimmt kommt jetzt die Feindarmee und dann kämpfen wir gegen zwei einfache Einheiten. Okay, also Holz am Anfang sehr, sehr, sehr wichtig. Vor allem wegen der Felder. Ich schätze mal, ich kann hier alles drumherum zukleistern. Bestimmt gibt es auch sowas wie einen Bauernhof oder sowas. Was ist das? Stabkämpfer. Ach, so ein Bruder Tack, der braucht 120 Nahrung. Hey, kommt ein Vogel angeflogen, ich dachte schon. Fliegeralarm. 200, ja. Mach mal du auch noch ein Feld. So, schön. Direkt am Hauptgebäude dran. Bestimmt gibt es irgendwie so eine Farm oder sowas, wo man dann noch mehr bekommt. Nicht genug Nahrung. Ja. Dann machen wir den. So, was könnte der denn. Was könnte der denn noch bauen? Kaserne? Seltene. Oh. Holzturm. Heißt, ja, Abwehrturm. Ein Lagerhaus. Feld anlegen. Sägewerk bauen. Holzturm. Ein Lagerhaus. So. Ach so, wahrscheinlich können wir nur. Ist das begrenzt, was wir tragen können? Weiß ich nicht. Was gibt's denn bei Gilden? Gilden heißt Burg bauen, Kathedrale bauen. Boah, 2000 Gold, 2000 Steine. Klar, der Klerus, der braucht viel Gold, viel Steine. Hier Steine und Holz für eine Burg wie das hier. Akademie der Kriegskunst bauen.
erforderlich Schmiede und Lernen. Klar, da werden sie wahrscheinlich zu krasseren Leuten ausgebildet. Händlergilde, erforderlich Gasthaus. Ach, Gasthaus gibt's auch. Haben die Hunger? Ich hoffe nicht. Kirche bauen, Marktplatz, Magierturm. Boah, Trainingspuppe bauen. Ach, wenn sie lernen können, können sie daran wahrscheinlich sich aufgeilen. Entschuldigung. Was? Ah, was ist eine Ressource? Was ist Handel? Was ist eine Kultur? Technologiebaum. Okay. Beschreibung der Einheiten. Alles klar. Der Messias. Was ist denn der Messias? Kostet 2000 Mark. Der Messias erscheint in Kampagnen. Er ist die mächtigste Einheit überhaupt. Der Messias kann sämtliche Zaubersprüche im Spiel einsetzen. Ah ja. Was haben wir hier? Gebäude, Steintor, Feld. Was kannst du mir über das Feld mitteilen? Auf den Feldern wird die Ressource Nahrung produziert. Die Felder müssen ständig bebaut und gepflegt werden. Wenn sie die Feldarbeit vernachlässigen, veröden die Felder, haben wir gesehen, und verschwinden ganz. Das war schlecht. Das waren 600 Holz, die wir da einfach so verkümmern haben lassen. Das war dumm. Es ist unvernünftig, Felder in der Nähe einer Farm oder der Burg anzulegen, damit es die Erntearbeiter leichter haben, die Nahrung zu sagen. Was? Es ist vernünftig. Ach so. Aber ja, eine Farm. Genau davon hatte ich ja gesprochen. Brücken können wir bauen. Steintor, Holztor, Wachturm. Das sind die Gegenstände wahrscheinlich. Waffe, Panzerung. Erhöhen die Verteidigungswerte des Besitzers. Ach du Scheiße, haben die auch ein Inventar? Was habe ich hier nur... Was habe ich noch falsch gemacht? Das mit Abbauen, ja, ja. Stoppen, Angriff. Das Generelles. Was ist das? Definitionen, bitte. Was ist eine Einheit? Ja, okay. Das sind die Tastenbefehle. Zurück. Zugriffstasten. Alles klar. Mit STG gedrückt halten und doppelklicken. Alle Einheiten desselben Typs mit demselben Status. Ah, das ist gut. Alt gedrückt halten und doppelklicken. Alle militärischen und nicht militärischen. Sauber. Schließen. So, kann weitergehen. Wir hatten doch eigentlich nur den Auftrag... Ach nee, der Feind naht, ne? Das heißt, einfach nur Material abbauen und dann ist alles super, oder? Ich baue am besten noch ein Feld. Der Erste, der was zurückbringt, er ist es. Du Glücklicher, baue Feld. So, genau hier hin. Dann steht er nicht so im Weg rum. Eigentlich schon, aber ist egal. Oh. Komm, wir bauen einfach... kann man da mehrere? Nicht genug Nahrung. Ist er eingereiht? Ja, eine 2. Ah ja, sehr fortschrittlich. Das gefällt mir. Sehr, sehr nett. Bogenschütze wurde produziert. So, kann ich die irgendwie in Formation laufen lassen oder sind die Informationen? Bewegen, bewachen. Stopp. Stellung behaupten. Ja, bewachen. Nee, untersuchen. Wie untersuchen? Untersuchen Sie das. Ich kann die Anwesenheit feindlicher Truppen spüren. Sie kommen aus dem Südosten. Ach du Scheiße. Klicke auf deine Bauern und dann mit der rechten Maustaste auf das Schloss, um ihnen zu befehlen, sich darin zu verstecken. Im Schloss sind sie geschützter und ihre Wunden heilen, wenn sie verletzt sind. Aha. Um sie herauszulassen, klicke... Haben wir schon gesehen. Heraustreten. Ja, ich trete gleich die Gegner heraus zum Leben. Das ist meine Art von Gerechtigkeit. Ja, ich kann das machen. Muss ich das machen? Ja. Lass die aber einfach mal machen. So, alle kaputt schießen. Der ist hart angeschlagen. So, jetzt den zerhauen. Sauber. So, jetzt bist du an der Reihe, den Feind anzugreifen. Bringe deine Streitmacht in Stellung und zerstöre die Kaserne des Feindes, bevor er eine stärkere Armee aufbauen kann. Jawohl. Durch rechten Mausklick auf ein Gebäude oder eine Einheit des Feindes befiehlst du den ausgewählten Einheiten Angriff darauf. Aha. Darauf wollen wir mal. Ja, beim krassen Regen sind wir dran. Oh, 29. Wie kann ich den wieder heilen? Muss er zurück in die Hütte? Halt. Ich provoziere mal weiter, ne? Nah- und Fernkampf.
So, weg das Ding. Hat 1400 Trefferpunkte. Ich mache mir einen Schaden. Einzelne. 5 Punkte, 4 Punkte etwa. Ja, ja. So, mithelfen. Kann ich einen Sammelpunkt festlegen? Sammelpunkt, sammeln. Nein. Doch. Als weiter. Viele, viele Soldatenpumpen, viele Bogenschützen. Ich mag Bogenschützen. Das kann im Moment dauern. Ich kann auch die Geschwindigkeit erhöhen, oder? Klar kann ich das. Schnellste Geschwindigkeit. Jawohl, Sir. Schnell, normal. Normale Geschwindigkeit. Kommt jetzt natürlich noch langsamer vor. Boah. Die sind auch ganz schön laut, wie sie hier drauf hacken. Hoffentlich hört man mich noch. Die Schlacht ist gewonnen. Es ist Zeit zum Feiern. Hurra! Der Feind wird dich eine Weile nicht belästigen. Du hast etwas Zeit, dich zu organisieren. Baue zu deinem Schutz 2 Wachtürme im Umkreis deines Schlosses. Zu Befehl. 2 Wachtürme. Das heißt, er kann wahrscheinlich gerade von hier an einen links, einen rechts, würde ich sagen, oder? Das wird wahrscheinlich viel Holz kosten. Holzturm, genau. Habe ich gar nicht gesehen, was er kostet. Der Spaß. So, du machst auf der anderen Seite. Baue einen für 300. Boah. Verdammt. So, das heißt, die Bogenschützen stellen wir mal mittig hin. Halt, kann ich die... Was, wenn ich die hier reinschicke? Werden die dann geheilt? Nein. Kann ich ihn in die Burg schicken? Jetzt hat er 29 von 65. Ich warte. Ach, guck mal, krass. Wird tatsächlich geheilt. So, erster Turm ist fertig. Schnell wieder in die Holzfällerei gehen. Was hat der gekostet, der Spaß? 300. Ei, 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 ei. Felder nicht verkümmern lassen. Zum verstärkten Wachturm. 600 Holz. Boah. Okay. So, alle Einheiten raus. E. Schön. Das finde ich ja nett. So, die stellen wir mal alle schön hin. Oh, jetzt wird's düster. Fast ein bisschen unheimlich. Ich weiß nicht, ob ich das noch weiter spielen sollte. So. Jetzt brauchen wir 300, dann können wir den nächsten Turm aufbauen. Ach, guck, sogar mit Grillengezirpe bei Nacht. Verrückt. Ja, wir könnten die Nahrung benutzen. Machen wir 4 Stück. Links und rechts nochmal einen. Wobei, ein weniger. 2 links, 1 rechts. Läuft. Ja, das ist nur Futter, das ist in Ordnung. So, jetzt kann ich dir wahrscheinlich folgen, die folgen lassen. Verfolgen oder wie auch immer. So, 310, wir haben's. Baue einen Wachturm auch auf dieser Seite. Vielleicht kommen sie sogar vom Wasser aus, wer weiß. Aber so ein komisches Boah, ist das laut. So ein Schiffchen hätte ich gern. 100 Nahrung, 200 Holz. Wahrscheinlich viel zu wenige Arbeiter und alle sagen schon, boah, mach doch mal richtig, ist doch schlecht. Genau, ich kann so ein Sägewerk, werde ich dort mal hinknallen. Wenn der fertig ist, was kostet ein Sägewerk? Habe ich das nicht gesehen bei gewöhnliche Gebäude? Kaserne, Schmiede, Bauernhof, Stall... Gasthaus, Haus. Nein, nein. Wo war das? Feldanlegen, Sägewerk. Das da. 100 Holz. Oh, das haben wir gleich. Gute Arbeit. Jetzt bist du gut geschützt. Du kannst etwas Gold ausgeben, damit deine Leute mehr leisten. Wähle dein Schloss aus und klicke die Schaltfläche Lernen. Beim Erforschen von Lernen bekommen deine Einheiten bei jedem Vernichtungsschlag mehr Erfahrung und erreichen schließlich eine höhere Ebene. Auf jeder Ebene bekommen sie einen Angriffs- und Verteidigungsbonus und werden so immer stärker.
Aha. Also nicht einfach nur Masse pumpen. Oder nicht nur. Das ist der Vernichtungsschlag. Wenn sie etwas töten, dann kriegen die Einheiten kriegen Bonus. Okay. Werden immer stärker. Also wenige. Wenige, aber super starke Einheiten. Wir können gleich so ein Schiffchen machen, aber erstmal noch nicht. Lernen. Ermöglicht, dass Einheiten Erfahrungen sammeln. Oh. Stopp, lernen. Ja. Komm, hier muss ein weiteres Männchen hin. Können wir mit viel, viel Holz noch weiter bauen? Okay. Vielleicht kann man im Sägewerk dann einrichten, dass sie mehr abtransportieren können. Das wäre nett. Oder ist wahrscheinlich so, ne, wie bei Warcraft 2. Lernen wurde entdeckt. Jetzt kommt bestimmt gleich der Feind. Achtung. Es hat Gold gekostet. Wir haben noch 120 Gold. Na, wir können einen zumindest mal ins Gold, zum Gold schicken. Ne, ich möchte das mal probieren. Ich möchte... Oh. Du kannst Gebäude des Feindes für deine Zwecke umwandeln, indem du mehrere Bauern auswählst und mit der rechten Maustaste auf das Gebäude klickst. Je mehr Bauern du sammelst, desto schneller wird das Gebäude umgewandelt. Die Größe des Widerstands, den ein Gebäude leistet, wenn es umgewandelt werden soll, wird als Zahl neben dem Herzsymbol im Auswahlbereich angezeigt. Je größer die Zahl, desto größer ist der Widerstand. Wenn sich ein Gebäude nahe bei einem deiner Schlösser oder Vorposten befindet, ist es leicht umzuwandeln. Wenn sich ein Gebäude nahe bei einem der Schlösser oder Vorposten des Feindes befindet, leistet es bei einem Umwandlungsversuch mehr Widerstand. Also das ist im Grunde genommen so eine Art von, ja, die Invasoren von, oder Ingenieure von Command & Conquer, oder? Es gibt einen Vorposten des Feindes, östlich von seinem letzten Lager. Der Vorposten ist fast wie ein Schloss. Du kannst dich dort verstecken und deine Verletzten versorgen. Wenn du den Vorposten umwandelst, schonst du die Ressourcen, die zum Bau eines neuen benötigt werden. 500. Ist das die Umwandlungsherzzahl? Wieso ist hier ein Bogenschütze? Wieso macht er nichts? Ja, ich hab nicht so viele Männlein. Wie komme ich da hin? Einfach hinlatschen. Ich mach mal ein paar mehr Männlein, ne? Das Feld wird bewirtschaftet. Jawohl. Sah so ein bisschen komisch aus gerade, aber das stimmt schon so. Heißt einfach hinlaufen. Ich hoffe mal, dass keine finsteren Gesellen jetzt hier warten. Die mir dann ans Lader wollen. Weil davon war nicht die Rede, ne? Dass ihr Feind erwartet. Bauer wurde produziert. Schau mal, wenn er untätig ist, müsste er hier erscheinen. Kann ich ihn direkt anklicken und ihm einen Befehl geben. Noch ist er nicht am Ziel angelangt. Der Befehl ist ja, er muss da runterlatschen. Und einnehmen. Nächster untätiger Bauer. Komm. Du dummer Bauer. Hallo? Vielleicht doch nicht. Jetzt. Genau in der Sekunde, wo ich ihn anklick. In der ich ihn anklick. Die Sekunde, wo... Ja, Tatsache. Ah, die graben das quasi um. Okay, okay. Wenn wir das Holz haben, könnten wir direkt auch weitermachen. Moment, das hier ist alles ein Kapitel der, des Tutorials. Das ist eine eigene Kampagne in sich, das ist ja krass. Zwar alles mit Erklärung und so, aber naja. Immerhin, sag ich mal, oder? Doch, doch. Dauert einen ganz kleinen Moment, das geht in 5er Schritten. Ja, bei uns jetzt in 20er Schritten. 30 auf... Ach so. Sind sehr langsam, die Kollegen. Egal, jetzt haben wir's. Und es ist unsers. Was machen wir jetzt mit denen? Halt! Shit!
Oh, was war das? Ich habe genau in der Sekunde auf irgendwas geklickt. Nein, was war das denn? Ja, ich weiß schon Bescheid. Aber das war's, oder? Verdammt, hat es irgendwie automatisch gespeichert? Automatisches Speichern. Laden. Och, nicht doch. Oh, jetzt habe ich es nicht gesehen. Was habe ich denn da? Scheiße, was habe ich denn da gerade weggeklickt? Gerade zeige ich noch krasse neue. Ich habe bestimmt auf Neustarten geklickt, statt auf Weiter oder so. Oh, ist das zum Kotzen. Das ist jetzt nicht wirklich passiert, oder? Okay. Ich würde sagen, ich mache das nochmal. Man sieht sich gleich. Eventuell. Vielleicht mache ich es umsonst. Egal. Man sieht sich gleich. Ciao, ciao. So. Da sind wir wieder. Ich hätte einfach mal ins Menü gehen können, habe ich gerade eben gemerkt. Ob denn die neue Mission freigeschaltet ist. So, wieder normale Geschwindigkeit. Wird aktiviert. Genau, ich habe tatsächlich auf Neustarten geklickt. Ich krieg einen Föhn. Sie haben gewonnen. Fortfahren, beenden, ausblenden. Was heißt fortfahren? In dieser Trainingsmission wirst du mit den grundlegenden Aufgaben, die den Bau. Ich habe auch zu viel haben bekannt gemacht. Des Weiteren musst du deine Fähigkeit als Herrscher dadurch unter Beweis stellen, dass du einige einfache Aufgaben erfüllst. Du beginnst mit dem Kommando über ein kleines, mit arbeitswilligen Bauern besetztes Lager. Du musst einige Häuser bauen, etwas Nahrung und Holz sammeln und weitere Bauern ausbilden. Vielleicht möchtest du noch zusätzliche Felder anlegen, um Nahrung schneller abernten zu können. Vielleicht. Du kannst ruhig die Gegend mit einigen zurzeit nicht benötigten Einheiten erkunden. Hier sind deine Aufgaben und Ziele. Baue je 100 Holz, Nahrung ab, baue 2 Häuser, bilde 10 Bauern aus. Hä? Okay, ich mache einfach mal. Missionsziele haben sich geändert. Eine neue Aufgabe. Ach, ist tatsächlich eine neue. Bilde 10 Bauern aus, baue 2 Häuser, sammle 100 Einheiten. Komm, machen wir auch noch. Wir haben's. Und wir mal auf das. Machen wir ein bisschen schneller das Ganze. Ja, das Tutorial können wir mal mit dem Turbo Boost machen. Also 10 Arbeiter brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, die werden so lange Holz fällen, bis sie schwarz werden. Beziehungsweise bis kein Baum mehr da ist. Das ist aber nett. Also haben wir jetzt die erste Mission beendet. Genau, ich habe das auch mal spaßhalber gespeichert hier. Auf 0. 0 wegen Tutorial. Ist klar. So. Und ich habe eben auch, als normal gespielt habe, habe ich die Version... Was habe ich gemacht? Ich habe... Genau, ein Fischerboot habe ich gebaut. Das sammelt relativ schnell 50 Einheiten und fährt dann wieder zurück. Und so ein komisches Feld hat... Das hier ist natürlich endlos, wenn man es bewirtschaftet. Und dieser Fischgrund, wenn man sich denken konnte, diese Fischgründe sind natürlich endlich, aber, weiß ich nicht, so 2000 für den Anfang reicht. Halt! Wir bauen direkt ein Feld. Da sind wir doch schlauer. So, ich muss viel Holz abbauen, weil ich muss viele Steine logischerweise abernten. Boah, das ist schon ein bisschen laut. Pass mal auf, wir machen mal die... Ein Hauch leiser. So ein Hauch. Zurück zum Spiel. Baum platzieren, genau. Geht gerade noch nicht, aber jetzt. Jetzt haben wir fast genügend Holz für ein weiteres. So, der kommt irgendwo da unten raus. Okay, nee, dann warten wir ganz kurz. Das kriegen wir hin. Weil Futter ist momentan wahrscheinlich das A und O. Zack. Genau. Und jetzt werden weiter fleißig, solange ich es noch kann. 7 von 21, ja. Das reicht schon. Was müssen wir machen? Wahrscheinlich einfach Holz sammeln, ne? Baue 2 Häuser, sammle 100 Einheiten Nahrung und Holz. Ja, das ist ja ein Witz. 10 Bauern. Wir haben 3, 6, 7, 8. Also 2 Bäuerchen noch. Der Feind! Oh nein! Ein böser Bär. Boah, das haut aber rein. Das Mistvieh. Schnell in Deckung. Boah, Schwein gehabt. So, weiter Holzfällen, bitte.
Die sind aber auch krass. Alle Leute raus. Jetzt. Wer hätte das gedacht, dass auch wilde Tiere in der Wildnis warten? Das ist ja verrückt. Vor Angst habe ich die Bauern gar nicht gebaut. Naja, oder produziert. Vier, ja, ja. Brauchen wir da auch Stein? Ich hoffe nicht. So, einfach nur Holzfällen. So, immer nach da hinten. So, jetzt gucken wir mal. Was braucht denn so eine Hütte? Ich schätze mal nicht so viel. Baue. Nee, gewöhnliche Häuser. Haus bauen. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob das hier das einfachere Tutorial ist. Vorher hat man so einen Grundstock an alle möglichen beigebracht bekommen. Und jetzt steigt es ein in, ne, von 0 auf 100. So, erstes Haus ist fertig. Heißt, Hausbau 2 aktivieren. Und danach haben wir es eh, oder? Normale Geschwindigkeit. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Ja, 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 ja. Gucci, Gucci, Gucci. Dann haben wir im Grunde alles. Oder? 4, 8, wir haben 10 Bauern. Wenn die Hütte steht, sind wir durch. Dumm, drum. Hallo? Tatsache. Sie haben gewonnen. Bin ich immer gespannt. Fortfahren. Du hast beim Sammeln der benötigten Ressourcen gute Arbeit geleistet, danke. Während dieser Mission wirst du deine Bauern weiterhin steuern und ihnen zuhelfen, eine hinlänglich mächtige Wirtschaft aufzubauen. Du musst einige Gebäude zur Unterstützung bauen. Damit machen du den Aufbau, den Abbau von Ressourcen effizienter. Du benötigst Folgendes dafür zuerst. Aha, baust du ein Sägewerk in der Nähe des Waldes, damit die Holzfäller schneller arbeiten. Danach baust du Lagerhaus in Nähe von Goldensteinmi und beginnst mit Abbau dieser Ressourcen. Bau ein Bauernhof, forsche dort Technologie, Tierhaltung, produziere 2 Kühe. Wenn du das erst einmal erledigt hast, bist du mit den grundlegenden Aufgaben zur Erhaltung deiner effizienten Wirtschaft vertraut und wirst dann mit aufregenderen Missionen betraut werden. Baue ein Sägewerk in der Nähe des südlichen Waldes, baue ein Lagerhaus, bitteschön, neben den Gold- und Steinlager in Osten, baue hier 201 Gold und Steine ab, baue einen Bauernhof und erforsche Technologie, Tierhaltung, produziere 2 Kühe. Okay. Klingt erstmal ganz einfach. Ich habe vergessen, was ich machen soll. Tata. Also, bauen Sie ein Sägewerk, bauen Sie... Achso, jetzt haben wir natürlich um uns herum... Naja, das ist schon logisch, schon klar. So, wo sollen wir es... Ach, mal, hier sind... Hä? Ach, hier sollen wir das bauen. Ja, ich verstehe. Ja, ja, okay. Das war dumm. Wir laufen trotzdem da runter. Vielleicht hilft's. So, wir bauen ein Sägewerk. Wo ist das? Braucht 100 Holz. So ein Zufall aber auch. Alle machen mit. Kostet das extra? Nee, sehr gut. Sonst kostet das ja ganz gerne mal extra Ressourcen. Boah, die krasse Wolke hier, ne? Halt schnell speichern. Schnell speichern. Halt. So. Speichern. Hervorragend. Ja. Na, du machst hier mal mit. Ihr macht den Wald links weg, ihr die paar Bäume da oben. Was ist das denn? Holzfällen erhöht die Holzproduktion. Macht man nicht. Wollen wir nicht. Und den ganzen Weg gibt es auch so eine Art von Bauarbeiterlager. Aktuelle Aufgaben. So, das haben wir. Bauen Sie ein Lagerhaus und sammeln Sie je 200 Einheiten Gold und Stein. Ich wette nämlich das Zeug. Das muss ich da rechts unten anlegen, oder? Lagerhaus bauen braucht sehr viel Holz. Okay, dann nicht. Dann bauen wir es halt hier unten ab. Hoffentlich kommt kein krasser Bär, der uns jetzt in den Hintern tritt. Das wäre schlecht. Komm, als weiterhelfen. Beim... Ja, wohl 200. Läuft. Können wir direkt hier runterschicken. Einer baut, einer nicht. Einer schaut zu oder so. Schöne Arbeitsteilung. So, bauen Sie ein Lagerhaus. Für nur 200 Holz. Das ist ja geschenkt. So, das Ding ist gleich fertig. Hervorragend. So viel Holz brauchen wir nicht. Also, wie Stein brauchen wir? Dumm, drum, bum.
Das ist auch von Age geklaut, oder? Inspiriert. So, drei unten, drei oben. Perfekt. Was haben wir hier? Es kostet Gold, die Goldproduktion, die Steinproduktion zu erhöhen. Was bedeutet das? Könnt ihr einen 15 tragen? Oder kriege ich Prozente? Das wäre natürlich super. Wenn sie 10 bringen und ich kriege 11, 12, 13, 15, sowas in dem Stil. Das machen wir tatsächlich mal. So, abliefern. Dann machen wir zuerst die Holzgeschichten. Was brauchen wir da? Zwei. Genau, erstmal die Goldproduktion. 400. Komm, Turbo aktivieren. Machen wir die Mission noch und dann die nächste Mission. Geht beim nächsten Mal, geht's dann weiter. Oder? Ach komm, ich nehme es in einer Tour auf und dann schauen wir mal, wie lange das dauert. Ich habe gerade Bock auf das Spiel, deswegen haben wir das jetzt gemacht. Ich glaube, da wird jemand geschlachtet, oder? Der Bär. Verdammter Bär. Der Wehrbär. Hätte ich doch einen Turm gebaut. Zum Schutz. Eine Wehrmauer? Ne, Wehrmauer. Egal. Pass mal auf, dann können wir hier gleich, wenn wir genug Holz haben, können wir dann da rechts oben... Jetzt bauen wir hier einfach unser neues Feld auf. Ist mir doch wurscht. Müsste auch so gehen. So. Bisschen schlecht, aber macht nichts. So. Der Rest kann schon mal... Das war richtig... Richtig schlecht. So, die müssen jetzt wie viel abtransportieren? Wie funktioniert das? Sie haben nichts. Okay, jetzt erkennt man es natürlich nicht. Gehen Sie mal hier zur Arbeit. An die Arbeit. Oder hackt er die schneller weg? Die Produktion ist erhöht. Er hat... Ah ja, er hat 12. Ich verstehe. Gut, dann brauchen wir noch, was haben wir gesagt? 200, ne? Wir haben 200. Ja, das geht sehr schnell. Wieso genau bringt er das nach Hause? Ist der dumm oder so? Ach, eine Farm bräuchten wir da. Ah, ja, okay. Das machen wir spaßhalber mal. Wir sollen zwar keine bauen, ist mir wurscht. Wir haben eigene Interessen. Bauernhof bauen. So, bauen Sie den Bauernhof. Und hier alle mithelfen. Legen wir noch ein Feld an, einfach so. So, schnell drum kümmern, bitte. So, jetzt haben wir... Wir haben noch alles, oder? Schauen wir gleich mal. Irgendeine Hütte fehlt noch. Wer weiß, welche es sein mag. 200 Einheiten Gold und Stein haben wir. Bauen Sie einen Bauernhof, haben wir. Erforschen Sie Technologie Tierhaltung und ziehen zwei Kühe auf. Tierhaltung. Krass. Und das andere war wahrscheinlich dann so ein Bonus, dass man ja, mehr Ertrag hat. So, die Hälfte haben wir. Okay. Aber jetzt sind wir schon bei den... Sind wir bei den MP3-Liedern. Die klingen nicht mehr so ganz midiös. Das kostet Gold. Jojo. Jojo, dat. Ach komm. Geh da oben mal hin. Gold ist wichtiger. Wie viel ist das noch? 4000? Läuft. Achso, Kühe. Kühe kosten Nahrung. Das war ja klar. Dann legen wir doch mal Felder an. 400. Halt! Oh, jetzt habe ich die dumme Kuh weggemacht. Egal, wir brauchen eh noch irgendwie jede Menge Futter. So, Kühe. Das haben wir gleich. Dann ist der Ertrag wahrscheinlich gesteigert. Höchst vermutlich. Das sieht man dann, wenn es nicht mehr in 10er Schritten hochgeht. Ach, die dumme Sau! Oh, nein! Sei kein Idiot! Schön nach Hause. So, Attacke! So, hauen schön kaputt. Den dummen Bären. Dir werde ich helfen. Dich werde ich lehren, mich anzugreifen, du wilde Wutz. Ne, Wutz ist ja nicht, aber ist egal. Pass mal auf. Können wir ein krasses Kampfgebäude bauen? Gewöhnlich, Gilden. Geht ja nicht, ne? Das geht nicht zurück? Ist doch Quatsch. Komm.
Stein brauchen wir nicht, aber Gold brauchen wir ganz sicher. Dem geht's wieder gut. Jawohl, Sir. Dann. Komm. Gut, das ist mal gut. Wir brauchen viele Kühe. Eine Kuh macht Miau und so weiter. So, Gefahr ist gebannt. Wird sofort gespeichert. Perfekt. Was sind das hier? 400? Nee, das Geld haben wir nicht. Nö, da sind wir eisern. Da sparen wir. Ah, die erste Kuh. Kann man die melken? Kann man Kühe melken? Tatsache. Krass. Jetzt gibt's hier Milch. 21er Kübel, 24, 27. Was genau bringt es? 50? Boah, auf einen Schlag 50? Ja, geil. Das ist ein bisschen wie bei... Wie heißt das noch? Über Nightshift, genau. Nightshift hatte ja auch die RPG-Kampagne. Aber was ich mich frage ist, wieso macht er nicht... Boah, Schwein, ich hab fast auf Neustarten gedrückt, ich Idiot.